Ja, so ging es. Aber es ist kompliziert. Ich glaube, das müssen wir vergessen. Dies wäre ein Rösselsprung, ist aber auch schwierig. Was soll denn das? So geht das doch. So geht doch das nun wirklich nicht. Aber so geht das nicht. Meine Freunde, ich habe die Lösung gefunden. Das Boot drückt ihr runter und die Pferde gehen rauf. Ich möchte nur wissen, wo ich das immer herkriege. Und was sonst noch alles mit muss. Jedes Boot bekommt 2500 Kilo Lebensmittel, 400 Kilo Waffen und 40 Mann stellen die Besatzung. Und mach kein Feuer an Bord, nur kalte Küche. Ach ja, meine letzte Erfindung für die Navigation, zum Kurs halten. Also, wenn du willst, kannst du mitkommen. Du bist jetzt ein Mann. Nicht so ganz einfach mit diesem Instrument. Nehmen wir die alte Methode. Lassen wir die Raben fliegen. Wenn sie nicht wiederkommen, ist die Küste in der Nähe. Land in Sicht! 793 landen die Wikinger ihren ersten Coup. Sie überfallen Lindisfarne, eine Insel nördlich von England. Ich gehöre wirklich zu deinem Grab, sagt die Inschrift auf diesem Stein. Und nun soll der Jüngste, der kleine Peter, sein Glück in der weiten Welt versuchen. Gute Reise und viel Glück! '830 wenden sich die Wikinger gegen Irland. Torxil, der norwegische Anführer, unternimmt die Eroberung. '840 sind die Wikinger Herren der Niederlande und der Däne ist an der Seine und zieht hinauf bis Rouen. '843 Nord, man feiert gerade das Fest des heiligen Johann. Dann ziehen die Wikinger die Garonne hinauf bis nach Toulouse. Sie stoßen gegen Spanien vor und kommen zweimal bis an das Herz von Frankreich, nach Paris. Die Wikinger werden die Mauren in Marokko schlagen, Mercy ausrauben, die Balearen, Roussillon, die Camargue. Sie werden nach Italien gehen und 862 werden sie in Russland sein und den Staat Kiew gründen. Nach Konstantinopel kommt England dran. Harald mit den schönen Haaren kann Norwegen vereinen und die Norweger gründen Reykjavik in Island. Dann kommt die Invasion von Frankreich, Belgien und von Deutschland. Ja, ja, hier waren sie auch. Sie sind sozusagen überall zu Hause, wo sie nicht hingehören. Sie sind schon wieder vor Paris. Die Stadt scheint ihnen zu gefallen. Auf der Seine drängeln sich über eine Strecke von 3 Kilometern 700 Schiffe. Wer hat wie von so einem Stau gehört? Karl der Dicke bietet seinen Angreifern 700 Pfund, damit sie wieder verschwinden. Die Wikinger lassen mit sich reden. Aber sie haben auf der ganzen Welt ihre Spuren hinterlassen und waren im Geschäft des Kriegführens doch recht erfolgreich. Mehr, wenn ihr mich wiederseht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht.